Schönen bunten Tag dir. GB. Abkürzung für großer Böser. Willkommen zu einem neuen Part von Toonstruck. Nachdem wir die Patrouille nach Hause geschickt haben, können wir jetzt ein bisschen Schollen spülen. Meinst du, es würde jemanden stören, wenn ich mir ein Stück abreiße? Reißen? Das ist ein ausgeklügeltes Stück einer Sportausrüstung. Als nächstes willst du die Schriftrolle der Weisheit vielleicht auch noch mit irgendwas beschmieren. Ja, Flachs, reg dich ab. Besser nicht. Scheint, als sei die Toilette verstopft. Kein Schollenspülen mit einer verstopften Toilette. Keine Chance. Okay, dann brauchen wir wohl einen Dümpel. Gibt's hier noch irgendwas? Okay, Leute, was macht der Fisch da? So, von Grete habe ich jetzt persönlich den Auftrag bekommen, den Dornbusch mit Gift hier wegzumachen. Hoppla, denn wir brauchen die Pfefferschote. Ich bin von dem Unkrautvernichter auf diesen wunderschönen Dornbusch gekleckert zu haben. Pech aber auch. Die nehmen wir doch direkt mit. Mal Block, der notorische Gemüseräuber von Niedlingen, schlägt wieder zu. Es dürfte dich interessieren, dass Pfefferschoten in Wirklichkeit als Obst eingestuft werden, Mal. Ja, wer will denn das wissen? Und ich weiß, es wird jetzt wieder verstörend, aber wir müssen nochmal in den Kuhstall. Schlag mir die Sahne. Naja, schlag mir die Sahne, denn wir brauchen nochmal ein bisschen Gift. Die erste Portion war so lecker. Ich nehme, glaube ich, nochmal Nachschlag. Klopf mir die Steaks weich. Darf ich nochmal anmerken, dass das Spiel ab 6 Jahren freigegeben ist? Erspar mir nichts. Bestraf mich, Peitschenpolli. Ich bin ein böses Mädchen gewesen. Oh, mach mir die Kuh. Okay, da wir ja jetzt relativ verstört sind, können wir jetzt endlich mal in der Storyline weiter. Denn wir wollen mal schauen, was hier hinten so gibt. Wow. Ja, wer bist du denn? Einen schönen bunten Tag dir. Hallo. Ein herrlicher Tag für einen Spaliergang, nicht wahr? GB Wolf, zu Ihrem Dienstag. GB? GB. Abkürzung für großer Böser. Einprägsam. Und so praktisch. An großer Böser verstaucht man sich ja den Kiefer. Noch so ein Spruch, mein Freund, und du lernst meine Kiefer kennen. Mit wem habe ich das Vergnügen der Konservation? Ich heiße Mal Block und das da ist Flachs W. Wild. Freue mich, Sie zu treffen. Tja, sehr nett hier. Aber wir müssen wieder los. Wer wird es denn gleich so eisig haben, Jungs? Ihr könntet mir einen kleinen Gefallen tun. Ich habe heute Abend Gäste zu einem festlichen Dünger eingeladen. Und ich bräuchte dringend noch eine Tasche guten Wein dazu. Ohne mein abendliches Gläschen Vivaldi bin ich immer so leicht spreizbar. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich könnte ab und zu selber etwas weniger spreizbar sein. Kenne ich genau. Ihre Meile kam völlig klar an, Mr. Wolf. Bitte nennt mich GB. Ich besteche drauf. In Ordnung, GB. Wir werden die Augen nach etwas Wein offen halten. Entschuldigung, meine Freunde, aber da gab es wohl einen kleinen Überdrahtungsfehler. Wisst ihr, ich habe euch nicht gebeten, dass ihr die Augen offen haltet. Ich habe euch gesagt, ihr bringt mir gefährlichst eine Tasche Wein oder ihr kommt nicht klebend durch diesen Wald. Okay. Gut. So lasst mich euch Bayern Glück wünschen und viel Verfolg auf eurem gefälligen Missionar. Das ist wirklich sehr großzügig, GB. Natürlich. Alles an mir ist groß. Okay, das war zweideutig, mein Freund. Gerade dachte ich noch, warum hat dieser Wolf so große Augen? Damit ich besser sehen kann, dass ihr immer noch kein Wein beschlafft habt.
Haut ab! Sofort! Ciao. Kein Grund, mich hier anzuspotzen, mein Freund. Dafür kriegst du den Captain Blaubeerwein, den will eh keine Sau. Das ist so der Mafia-Boss unter den Wölfen. Meine Freunde, ihr seid, ich würde sagen, in einer sehr misslichen Lage. Ich würde sagen, Kochtopf. Ah, wir sind in einem Kochtopf gelandet. Keine Angst, kleiner Freund. Ich hole uns hier im Nullkommanix raus. Gibi, es hat da eine dumme Panne gegeben. Wir sind irgendwie in deinen Suppentopf gefallen. Ich komme da nicht ganz mit. Was für eine Panne. Naja, also ich meine, Flachs und ich gehören doch bestimmt nicht in den Kochtopf. Wir sind ja noch, also, irgendwie am Leben. Psst, mal! Bring ihn nicht auf komische Ideen! Hör mal, Gibi. Wissen Sie, es verstört irgendwie gegen das Protokoll, sich mit seinem Abendessen zu dürzen. Bleiben wir lieber wieder beim Mr. Wolf, ganz offiziell. Hören Sie, Mr. Wolf, es wird langsam wirklich richtig warm hier drin. So ist das ja auch gedacht. Wenn Sie uns auffressen, wird König Nick aber sehr unfroh reagieren. Dieser Schmerzkeks wäre doch nicht mal unfroh, wenn er zusehen müsste, wie seine eigene Mutter von einem Omnibus überfahren würde. Außerdem hat er in diesen Wäldern keine Revidierungsgewalt. Hier draußen bin ich der König. Und ihr seid mein Dünger. Okay, ich glaube, es ist Zeit, zu Plan B überzugehen. Was ist Plan B? Was war Plan B doch noch gleich? Sofort Plan C auszudenken. Sehr gut, Mal. Ich hatte sowas befürchtet. Okay, ich glaube, wir müssen schwenken. Das ist eine Sache der Balance. Links, rechts, links, 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 rechts. Okay, das ist ein bisschen tricky. Aber ich glaube, ja, so geht's. So geht's, ja. Yeah. Nicht einmal die Frisur war echt. Autsch. Na, ah, drei Wetter darf die Frisur sitzt. Jo. Das war's Ende von Lied. Ihr seid leicht blatt. Geht's euch gut? Mal? Flachs? Dieses heiße Bad hat uns die Wölfe vom Hals geschafft. Und meinen Muskelkater vertrieben. Hallo, ich bin Rix. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Rechts oben findet ihr Neues zu diesem Format. Links unten das letzte Video von Retorix.